super spannend, anstrengend. Am dritten Tag habe ich gedacht, warum machst du das eigentlich? Meine Frau hat auch noch mich gefragt, mach doch Pause. Und letztendlich habe ich zu mir gesagt, nee, ich bin extra deswegen hergekommen, um auch was zu lernen und wollte dann halt die Zeit nicht verschwenden. Ja, ich bin der Thomas Bartke aus Salzwedel, der Altmark, Deutschland und 46 Jahre, betreibe seit roundabout 4 Jahre Jai. Ja, ich habe mich relativ schnell, nachdem ich mit dem Jai angefangen habe, dafür interessiert, was es eigentlich drumherum noch so gibt. Und dann gibt man ja gewisse Schlagwörter im Internet ein und unter anderem eben das Schlagwort Buddha. Und daraufhin bin ich dann auf das Buddha-Institut gekommen. Hatte sogar erst gedacht, dass es eine deutsche Seite wäre. Hinterher musste ich mich dann selber belehren, dass es ja in Wien war. Dieses Mal das zweite Mal. Dieses Mal für eine Woche. Letztes Mal hat es leider nur für einen Tag erreicht. Pro Tag 4 Stunden, genau. Und Seminar dann auch noch dazu, Sonntag und Sonntag, waren dann auch nochmal 5 Stunden, 4 bis 5 Stunden. Okay, also zusammen die ganze Geschichte, 34 Stunden, ist eine ganze Menge. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Tja, mit nach Hause nehme ich auf jeden Fall, dass ich mich wesentlich mehr auf die Prinzipien konzentrieren muss und auch vor allen Dingen hinterfragen muss, die ganze Geschichte. Was tue ich, wie tue ich es und warum tue ich es überhaupt? Und ich denke, das ist diese Art der Fragestellung fordert einen selber letztendlich immer letztendlich zu überlegen, was ich dann überhaupt jetzt tue, warum ich es tue und was steckt überhaupt dahinter. Ein Beispiel. Also ich muss persönlich gestehen, dass ich vor dem Aikido-Jutsu am meisten innere Sperre ganz einfach auch hatte, muss ich sagen. Ich habe ja, wie gesagt, vorher nur Jai gemacht und die Erklärung letztendlich vom Schwert zum Aiki, zu den Haltungen letztendlich, dass es alles miteinander verbunden ist und wo ja auch letztendlich die ganzen anderen Spektren dazukommen, das Yukenpo, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass man das doch dementsprechend auch auf gewisse Art und Weise ableitet oder abgeleitet ist, erleichtert einem doch wesentlich die ganze Geschichte. Das Ziel generell, muss man ja vielleicht auch dazu sagen, ist, oder die Intention dazu, die mich dazu treibt, ist, wie gesagt, durch die Recherchen, die ich ja, ich habe ja, wie gesagt, vor 4 Jahren angefangen überhaupt und seit 3,5 Jahren auch das Buddha-Institut im Auge, auf dem Schirm und auf Beobachtung, und ich habe eben gesehen, dass es ein rundes Ding ganz einfach ist. Alles hängt miteinander zusammen und ich erhoffe mir davon, dass wenn ich körperlich flexibler ganz einfach werde, dass ich auch innerlich wesentlich flexibler werde. Weil ich ganz so verspüre, dass die Geschichte mit dem Angreifergeist, dass ich die auch innerlich ganz einfach wesentlich mehr umsetzen möchte, um auf etwaige, sagen wir mal, artikulative Angriffe doch flexibler reagieren zu können. Es ist ja letztendlich auch meine Entscheidung gewesen, ganz klar. Und das erste Mal, wo ich hergekommen bin, habe ich ihm dann auch eine SMS geschickt oder eine Nachricht geschickt, dass ich hier war. Habe ihn ja dann dementsprechend auch die Grüße bestellt. Und ich hatte ihn jetzt auch vor dem Seminar schon vor 2 Monaten auch gesagt, dass ich dann zum nächsten Seminar, also zu diesem Seminar hier wieder sein werde. Und ich habe, wie gesagt, heute auch die Nachricht bekommen oder die Anfrage von ihm bekommen, ob ich schon wieder zurück sei. Und habe dann eben gesagt, dass ich wirklich dann das Seminar voll ausnutze und morgen erst wieder zu Hause bin. Also ich stehe ständig in Kontakt. Ja, ich bin dem Sensei Eckert auch sehr dankbar dafür, dass er mir da keine Steine im Weg gelegt hat und dass er mir die Möglichkeit eröffnet, meinen Geist offen zu halten in jeglicher Beziehung. Ja, Wünsche. Wünsche habe ich eigentlich
ja, dass ich so oft wie möglich herkommen kann, um so viel wie möglich zu lernen. Das ist die eine Geschichte natürlich. Die andere Geschichte ist wirklich, dass ich mich selber auch damit vervollständigen einfach möchte. Das ist das, was ich ja vorhin schon sagte, eben, um innerlich auch ausgeglichener zu sein, um auf etwaige Provokationen doch viel relaxter reagieren zu können. Mit Japan. Der Wunsch, der ist, wie sagt man so, das Licht am Tunnel. Was ich mir selbst noch nicht getraue, zuzustehen. Ist aber entfernt auf jeden Fall da. Die Sache ist nur die, ich müsste mich darauf hingehend auf jeden Fall ja, noch mehr Vertrauen in mir selber setzen und natürlich dann auch schon Vertrauen in dem haben, ob ich es kann oder wie man das auch immer definieren darf. In Zukunft definitiv Takeda Ryu.